Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es mir ein sehr großes Herzensprojekt, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen. Und heute möchte ich mit dir eine Meditation teilen, die ich im Rahmen meines Bewegungskind-Adventskalenders aufgenommen habe. Die Meditation gehört zu einem meiner Lieblingsmeditationen und ja, ich möchte dir jetzt nicht zu viel verraten und wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Hallo und herzlich willkommen zum Bewegungskind Adventskalender. In diesem Adventskalender teile ich mit dir 24 wundervolle Meditationsreisen, die dir dabei helfen können, eine Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem 14. Türchen. Für die heutige Meditation bitte ich dich, eine bequeme Haltung einzunehmen. Ich lade dich ein, in einen Schneidersitz dich zu setzen, auf einen Stuhl oder dich einfach ganz bequem hinzulegen. Spüre noch einmal in deinen Körper hinein, ob sich irgendwo hier ein Druckpunkt befindet, der dich ablenken kann, und bereinige diesen ganz liebevoll. Wenn du soweit bist, lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Lenke hier deine Aufmerksamkeit in deine Innenwelt und spüre in dich hinein. Was kannst du hier wahrnehmen? Spüre einmal die Bewegung deines Körpers, das Schlagen deines Herzens. Nehme Gedanken wahr, Bilder, alles, was jetzt hier hochkommt, lass es für einen kurzen Moment einfach sein. Und ich lade dich nun ein, ganz tief durch die Nase einzuatmen, so tief, dass du ganz deutlich einen ganz, ganz kühlen Luftzug in deinem Rachenraum wahrnehmen kannst. Und atme durch die Nase wieder aus. Und noch einmal. Und wieder aus. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Einatmung lenke deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Nehme einmal wahr, ob du hier eine Form oder Farbe erkennen kannst. Und falls das bei dir jetzt nicht der Fall sein sollte, stelle dir vor, wie hier zwischen deinen Augenbrauen ein wirbelartiges Gebilde entsteht. Und sehe, dass dieser Wirbel immer größer und größer wird. Spüre nun, dass dieser Wirbel dich magisch anzieht und dass du ganz langsam auf ihn zugehst.
Ich lade dich ein, nun in diesen Wirbel einzutreten. Taste dich gerne vor, spüre aber, dass dieser Wirbel dich immer weiter anzieht und spüre, dass du hier sicher bist. Lasse dich nun hineingleiten in diesen wundervollen Wirbel und komme an in deinem schwarzen Nichts. Nehme einmal wahr, dass du auf etwas stehst, aber dass du es nicht sehen kannst. Blicke in die schwarze Leere und sehe vor dir, dass wie kleine Glühwürmchen immer mehr kleine Sterne hier sichtbar werden und sehe, dass sie dich umgeben. Sehe, dass immer mehr Sterne hier in deiner Umgebung aufleuchten, alle gleich schön und trotzdem individuell. Nehme die Tiefe dieser sternbedeckten Nacht wahr und spüre, dass trotz der vielen Lichter eine gewisse Dunkelheit und vollkommene Stille dich umgibt. Lasse dich fallen in diese Stille. Und spüre, dass du nun weiter gezogen wirst, dass du hier schwebst, hinein in dieses endlose Schwarz, bedeckt von Sternen. Und spüre, wie du immer weiter gezogen wirst und dass du fliegst, dass du schwebst. Dass du die Sterne fast greifen kannst und trotzdem sie unendlich fern sind. Und spüre in diesem Moment, dass du ein tiefes Vertrauen in dem hast, was jetzt kommt, ohne zu wissen, was jetzt hier gleich geschehen wird. Und dass du in einem nächsten Moment ganz schwerelos einfach hier schwebst, ohne dass du dich ganz bewusst bewegst. Und nimm wahr, dass vor dir nun ein breiter Streifen am Horizont entsteht. Ein Streifen, der ganz langsam immer breiter wird. Und dass er wie eine Sonne auf einmal immer größer wird und dass die Umgebung allmählich in unsagbar schönen Farben gefärbt wird. Nehme wahr, dass du allmählich hier singst und dass du hier auf einem Podest ankommst, dass du ganz, ganz festen Boden unter deinen Füßen hast. Sehe, wie dieses sonnengleiche Gebilde immer größer wird und dass die Umgebung allmählich sich erhält, dass die Sterne immer kleiner werden, dass du spürst, dass sie noch da sind, aber dass sie verschwinden, weil das Licht sie verdrängt. Nehme wahr, dass sie nur sichtbar sind, wenn Schatten in der Umgebung ist und dass sobald das Licht auf das Licht der Sterne stößt, diese verschwinden in der Helligkeit. Nimm dieses Wunder wahr und sehe die Farben, sehe das grelle Licht. Nimm wahr, wie sich vor dir ein unendliches Land ausbreitet. Nehme wahr, dass deine Umgebung immer heller wird, dass die Farben
explodieren in Violett, Türkis, Rot, Orange. Und spüre, dass in einigen Momenten diese Situation vorbei sein wird, dass dieses Licht immer höher steigt, dass die Sonne bald vollständig die gesamte Umgebung von der Dunkelheit befreit hat. Und spüre, wie das Licht ganz liebevoll immer näher zu diesem Punkt, wo du dich gerade befindest, kommt und dass in wenigen Sekunden auch deine Füße von diesem Licht berührt werden. Und sehe, dass sich vor dir immer mehr das Land ausbreitet, dass es immer weiter erhellt und aus dem Schatten tritt. Sehe, dass du hier selbst gleich aus deinem eigenen Schatten heraustrittst und dass du dich der Sonne stellst. Und sehe, wo du dich befindest. Nehme alles ganz genau wahr. Nehme wahr, dass diese Umgebung alles sein kann, dass du ganz wertfrei einfach die Umgebung wahrnimmst. Nehme sie wahr, nehme die Unendlichkeit wahr, nehme die Helligkeit wahr, nehme das Strahlen wahr und die Schönheit. Trete nun hinaus in das Licht, trete einen Schritt nach vorne und nehme wahr, wie das Licht nun alles erfasst. Und dass du selbst hier in voller Pracht stehst und deine Unendlichkeit nun sichtbar wird. Nehme wahr, wie du hier im Licht stehst und wie hier jetzt alles deutlich sichtbar ist. Jede kleine Faser von dir, dein Inneres. Und werde dir nun bewusst, dass das endlose Land vor dir deine Innenwelt darstellt. Sehe sie an. Sehe, was du hier sehen kannst. Spüre, was sich hier vor dir befindet. Und nehme wahr, welche Sehnsucht du hier drinne spürst. Welche Sehnsucht du in dieser Landschaft verspürst. Breite jetzt hier deine Arme aus und nehme all das in dich auf. Nehme das Licht in dich auf. Spüre, wie es dein ganzes System erfüllt. Und sehe, dass nun der Schatten wieder größer wird, dass der Schatten sich über dein Land zieht und dass nun allmählich diese sonnengleiche Scheibe langsam wieder Richtung Horizont sich bewegt. Und in einigen Momenten, wenn ich bis drei gezählt habe, wird diese sonnengleiche Scheibe wieder den Boden berühren. Und ich zähle eins. Ganz allmählich werden die Farben wieder bunter. Du siehst Violett, Türkis, Orange, Rot. Du siehst die komplette Palette des Sonnenspiels. Du siehst die Schatten, wie sie langsam, aber sicher sich immer weiter ausbreiten. Und zwei, du spürst die leichte Kühle, die jetzt hier um dich herum entsteht. Du nimmst aber noch ganz bewusst wahr, dass die Sonne noch da ist. Du siehst jetzt hier die ersten kleinen Funken um dich herum entstehen, die ersten Sterne. Und drei, lass die Sonne gehen, lass sie untergehen. In dem Wissen, dass sie morgen wieder aufgeht. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen kannst du wieder alles neu erschaffen. Dein Innen wie dein Außen. Morgen. Lasse diesen Moment noch für ein paar Sekunden wirken. Und nehme alle Erfahrungen und Erkenntnisse nun mit dir mit. Und drehe dich um und sehe erneut dieses Portal, diesen drehenden Wirbel, der sich jetzt nun vor dir wieder auftut.
und geh hindurch und komme genau an den Punkt zwischen deinen Augenbrauen wieder an. Nehme alles wahr, was du jetzt hier in dich mitnimmst und nehme wahr, was du heute erschaffen hast. Nehme wahr, was heute alles in deinem Leben anwesend war, welche Menschen, welche Situationen, welche Gefühle. Und werde dir bewusst, was du morgen machen willst. Und beginne heute damit, es umzusetzen. Beginne wieder zurückzukommen in das Hier und Jetzt, indem du noch einmal 3 ganz tiefe Atemzüge durch die Nase einatmest, sodass in deinem Rachen eine leichte Kühle zu verspüren ist. Und atme durch die Nase wieder aus. Und atme ein. Und aus. Atme ein. Und wenn du soweit bist, lade ich dich ein, deinen Körper hier zu aktivieren, indem du dich in die Länge streckst, indem du deine Finger bewegst, indem du aktiv wirst, indem du anfängst, dich selbst zu bewegen, dich zu bewegen für das Jetzt und Hier und für jeden neuen Tag. Sobald du soweit bist, lade ich dich ein, deine Augen zu öffnen. Ich bin schon so gespannt, wie dir diese Meditation gefallen hat und welche Erlebnisse du aus dieser Meditation für dich mitnimmst. Ich danke dir von Herzen, wenn du mir unter dem heutigen Post zu dieser Meditation auf Instagram oder Facebook einen kurzen Kommentar da lässt, was du für dich mitnimmst, welche Momente du besonders genossen hast und ja, wie die Meditation insgesamt auf dich gewirkt hat. Wenn du noch weitere geführte Meditationen von mir hören möchtest, lade ich dich ein, auf Instagram, Facebook oder auch auf YouTube zu gehen. Dort kannst du den gesamten Adventskalender noch einmal in voller Länge genießen. Ich wünsche dir nun noch wundervolle Weihnachtsfeiertage und sei gut zu dir. Umgebe dich mit deinen Liebsten und bleibe bewegt, deine Marie.